Hallo Leute, herzlich willkommen wieder bei Mass Effect 3. Ich springe schon runter. Ja, wir haben den Ninja-Typi besiegt. Ich weiß nicht, wie der. Kein Lin heißt der, ich weiß nicht mehr. Es konnte sein, das letzte Video habe ich falsche Namen geschrieben. Oder habe ich Ninja? Ninja, ich glaube Ninja geschrieben. Ich hatte keine Ahnung, wie der heißt. So, und jetzt, wir gehen. Ach du heilige Scheiße. Überall sind diese Ripper halt. Nur hier nicht. Also, das nur. Müssen wir zu Erde finden. Commander, Prioritätsmeldung für Sie von Admiral Hackett. Er will an Bord kommen. Erlaubnis erteilt. Jawohl, Commander. Was passiert? Commander? Admiral? Sind Sie bereit, die Mächte der Galaxie über den Reapern zu entfesseln? Jawohl, Sir. Dann machen wir die Flotten bereit. Alle Flotten machen Meldung, Sir. Noch nie sind so viele zusammengekommen. Aus allen Ecken der Galaxie. Aber wir hatten auch noch nie einen Feind wie diesen. Die Reaper zeigen keine Gnade. Und wir werden es ihnen gleich tun. Sie terrorisieren unsere Völker. Wir müssen diesem Terror entgegentreten. Sie setzen nach, bis unsere letzte Stadt fällt. Aber wir werden nicht fallen. Wir werden siegen! Jeder von uns wird sich in der kommenden Schlacht beweisen. Nicht nachlassen. Stärke zeigen. Gemeinsam. Hackett, Ende. Shepard. Die Schwertflotten sind bereit zum Angriff auf die Reaper rund um die Erde. Sie beschäftigen den Feind und Sie nehmen mit den Hammerbodentruppen London ein. London? Warum gehen wir nicht direkt gegen die Citadel vor? Das kann Ihnen Anderson sagen. Admiral, wie sieht's bei Ihnen aus? Wir sind bereit, das zu beenden. Aber wie Sie sehen, ist die Station dicht, seit er über London aufgetaucht ist. Verdammt. Die Arme müssen offen sein, um den Tigel anzudocken. Ganz genau. Aber London ist umringt von Hades-Kanonen. Solange sie aktiv sind, können die Hammertransporter nicht landen. Sie führen eine Staffel kleinerer Shuttles an. Infiltration mit einem Bodenteam und dann schwere Waffen gegen die Kanonen. Hammer kann landen. Und wir richten eine vorgeschobene Operationsbasis ein. Ich sehe immer noch nicht, wie wir von London aus zur Citadel kommen. Die Reaper transportieren mit diesem Strahl lebende und tote Menschen zur Citadel. Von der VOB aus startet Hammer einen Frontalangriff auf den Citadel-Strahl. Jedes Team, das es soweit schafft, nimmt den Strahl zur Citadel und versucht, die Steuerung der Citadel-Arme zu finden und zu aktivieren. Sobald wir die Arme sehen, eskortieren Abschirmflotten den Tigel zur Citadel. Entscheidend ist das Timing. Wir haben nicht genug Feuerkraft, um den Tigel lange zu schützen. Dafür sind wir ausgebildet. Eine weißen Plan. Nichts ist einfach. Warum sollte das plötzlich anders sein? Ein Wahnsinn. Ich will unsere Chancen gar nicht wissen. Aber es gibt keinen anderen Plan. Wenn wir warten, bluten uns die Reaper aus. Konventionell können wir sie ohne Tigel nicht besiegen. Öffnen Sie die Arme, Commander. Um jeden Preis. Wir machen den Rest. Jawohl, Sir. Viel Glück. Für uns alle. So, jetzt hallo. Spam nehmen wir jetzt mal. Ich würde vorschlagen, den Film der Menschen. Nur Menschen nehme ich diesmal.
So, und so, lassen wir es schwer, ja, lassen wir bei James. Ja, der will passen. Jupp. Yep. Kann los. Dann dürfen wir fixieren. Ja, klar. Schaden. Okay. Ich würde sagen, das nehme ich. Und die zweite werde. Genau das. Was hast du? Okay, das passt. Bei ihr. Oh. Ja, stimmt, das ist Schutzschützer. Schaden. Zäsion. So. So, und hier. So. Ich, was habe ich? Das ist voll, das ist passt. Warte mal. Das, was habe ich das? Okay. Nee, das will ich nicht haben. Was ist das? Oh, das ist neu. Mehr Gewicht, Sitz, Feuer hat weniger, Schaden weniger. Fuck. Aber lass es bleiben bei dir da. So. Ich weiß nicht, Schrottplante sind. Wow, 200 am Übergewicht. Das ist ein bisschen zu viel. Also Pistol. Ich nehme die. Weil habe ich gehört, es sollte sehr schwerer Schlag sein. Genau, mal so. Nein! Alter. Nähern uns Soulportal, Commander. So. In 30 Sekunden sind wir durch das Portal. Alter! Meldung der Allianzflotte. Meldung der Turianer. Meldung der Asari-Flotten. Alle Gasschiffe gemeldet. Die Gas erwarten ihren Befehl. Meldung der Gasflotte. Alle Flotten machen Meldung, Commander. Bereit für ihren Befehl zum Angriff. Feuer!
Bestätige! Völlig aufgerieben. Melde mich ab. Bereite Sinkflug vor. Commander! Vorsichtig da unten. Wird schon. Bleiben Sie wachsam. Zu Befehl. Vorhut ist unterwegs. Hammer ist in Position und wartet, bis ein Weg freigeräumt ist. Normandy wieder bei Schwert. Viel Glück. Ich bin bald wieder zurück. Ich nehme Sie beim Wort. Norman, die Ende. Wir nähern uns der LZ, Commander. Wie sieht's aus? Es ist die Hölle. Sehen Sie selbst. Die Heimat sah mal ganz anders aus. Das war der Trupp, der das Verteidigungsgeschütz ausschalten sollte. Wer ist jetzt dran? Niemand in der Umgebung. Alle im Einsatz oder abgeschossen. Absetzen. Ma'am? Wir müssen das Ding ausschalten, damit Hammer landen kann. Verstanden. Planänderung, Leute. Wir werden diese Hades-Kanone ausschalten. Womit? Das abgestürzte Shuttle hatte bestimmt schwere Waffen an Bord. Perfekt. Sie haben es gehört. Wir begeben uns sofort zu dem abgestürzten Shuttle. Wir durchsuchen das Wrack nach schweren Waffen. Das wird ein Höllentrip! Jetzt! Los, los! Verdammt, ich kann hier nicht bleiben, man! Wow, was mach ich? Wenn wir das Geschütz ausgeschaltet haben. Verstanden. Cortez, Ende. Achso, scheiße, das wird scheiße. Fuck!
Junge. Ich habe ihn nicht gesehen. Jetzt habe ich kein Money. Geil, oh.
Sie wird lange. Okay, so war die Okay, Leute. Ich werde sagen, das war's für diese Folge. Ein bisschen Action war dabei. Und Leute, bis nächstes Mal. Ciao.